Welcome to the show. Liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Friends, liebe Fakis und Fakis, Fakis, Fakrazis und Fakrinios, liebe Fakacikis, liebe Fakasons und Fakrotiers, liebe Fakenbergers, Fakals und Fakalis. Herzlich willkommen zur neuesten Episode Stricker TV. Heute live nicht vom Küchentisch, sondern vom Gartentisch. Dafür ein VIP-Zuschauer in, schau, das Kugeli ist da in der tiefen Entspannung rein. Sie hört und lauscht jedem Wort. Sie ist meine Soufflöse. Sie tut nicht meinen Flaffer, das ist etwas anderes. Nicht mein Flaffer ist sie, sondern meine Soufflöse. Das ist wichtig, dass ihr den Unterschied versteht. Und ja, was machen wir heute? Wir reden heute über unglaubliche Geschehnisse, wo passieren. Und zwar sind wir mitten in der Klimaschmelze. Ja. Ob man das wollen oder nicht. Wir haben Klimaschmelze jetzt, also der Moment erreicht. Nicht nur die Polkappen sind geschmolzen, sondern auch das Hirn von der deutschen Bundesregierung. Und wir wissen, was passiert, wenn es eine Hirnschmelze gibt bei der deutschen Bundesregierung. Es handelt sich nur um Wochen, bis man schlussendlich eben auch eine Hirnschmelze in unserem Bundesrat könnte empfangen. Wieso rede ich die ganze Zeit von Klimaschmelze? Ganz einfach, ich habe das für euch bereit gemacht. Schaut da, es gibt ungefähr 35 Arten an Hitze zu sterben. Und jetzt also, wer Parallele jetzt gehört zu Corona, dem ist nicht mehr zu helfen. Also, der braucht keine Hilfe mehr. Und alle anderen, bitte gut lauschen. Lebensgefahr durch Extremtemperaturen. Es gibt ungefähr 35 Arten an Hitze zu sterben. Deutschland schwitzt. In Indien kollabiert das Gesundheitssystem. Menschen sterben. Andreas Mazarafakitis vom Deutschen Wetterdienst erklärt, wann Hitze gefährlich wird, warum nicht nur Alte betroffen sind und was hilft. Man kann es wieder finden, wirklich. Man kann es wieder finden. Ausser man hat es selber erfunden. Es ist unter einem Spamfilter, aber es gibt ja eine Software, die heißt Remove Paywall. Und da hat es einen Vorschlag, man soll das Archiv ausprobieren und dann landet man da auf dieser Seite da und dann plötzlich kann man die Seite lesen. Im Norden Indiens herrschen derzeit Temperaturen von rund 40 Grad und mehr, aber auch und weniger. He? In den vergangenen Tagen sind dort dadurch wohl für mindestens 170 Menschen gestorben. Immer mehr Patienten werden in die Krankenhäuser eingeliefert. Dem Gesundheitssystem droht der Kollaps. Wie gefährlich sind Extremtemperaturen? Ich würde sagen, diese Frage hat der Interviewer ein bisschen vorweggenommen. Also wenn bereits jetzt in den vergangenen Tagen 170 Leute gestorben sind von 1,4 Milliarden Bürgern in Indien, dann würde man sagen, wenn einer von 1000 gestorben wäre, dann wären 1,3 Millionen Menschen gestorben. Wenn einer von 1000 von 1000, also wenn jeder Millionste würde sterben, dann hätten wir 1300 Tote. Also ist knapp eine von 10 Millionen Menschen ist gestorben, weil sein Gatorade nicht gerade griffbereit hatte. Und darum droht den Krankenhäusern der Kollaps. Weil in Indien, muss man wissen, die sind in Sachen Gesundheitssystem unglaublich fortschrittlich. Es hat noch nie ein Spital gegeben, wo ein Anschlag gekommen ist. Es hat noch nie jemanden eine Krankheit gehabt, wo ein indischer Doktor können sagen, was es ist. Es ist, Indien ist perfekt. Und wenn darum also einer von fast 10 Millionen Leuten stirbt, im Zusammenhang, sag ich mal, in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Wetter, dann ist das wirklich nicht von der Hand zu weisen extrem gefährlich. Und da sagt der Mazarafakitis, Hitze kann schon bei viel niedrigen Temperaturen lebensgefährlich werden. Es gibt ungefähr 35 Arten, aufgrund von Hitze zu sterben. Austrocknung, Kreislaufversagen
oder ein Hitzschlag, bei dem die Wärmeregulation des Körpers versagt, sind nur die häufigsten Beispiele. Was gibt es noch für andere Beispiele? Es gibt Beispiele, dass man aufgrund von der Hitze auf die Straße rausgeht, um ein Glas zu kaufen und einem dann einen Klavierflügel auf den Kopf haben fällt. Das ist genau ein Hitzetoter. Das ist die gleiche Logik wie bei Corona. Oder nicht mal quasi, wie soll ich das mal sagen, wenn der George Floyd auf der amerikanischen Straße zu Tod gewürgt wird von einem Polizist und nach einem Corona festgestellt wird, was mit George Floyd festgestellt worden ist, dann ist das jemand, der im Zusammenhang mit Corona gestorben ist. Und so ist es mit dem, der jetzt ein Glas kaufen und einen Konzertflügel auf den Kopf abgefallen ist. Dann ist auch das ein Hitzetote. Das ist ganz wichtig. Im schlimmsten Fall endet es im Multiorganversagen. Also man hat 35 Möglichkeiten zum Sterben. Aber der schlimmste Fall ist Multiorganversagen. Weil dann stirbt man multimal. Und das ist dann viel schlimmer. Weil wenn nur Nieren aussetzt oder nur das Hirn aussetzt, wie zum Beispiel bei Spiegelpropagandisten, dann ist es weniger schlimm, als wenn man ein Multiorganversagen hat. Oder? Ab wie viel Grad wird das denn gefährlich? Also das heisst, es kommt nicht nur aufs Wetter, auf die Luftfeuchtigkeit. Trockene 41 Grad können sich angenehm anfühlen, feuchte 30 kaum erträglich sein. Zudem steigt mit den Temperaturen oft der Schadstoffgehalt. Ozon! Männer reagieren anders als Frauen. Alte Menschen sind hitzeempfindlicher als Junge. Weißt du, mit Schwarz und Weißen? Krankheiten spielen natürlich auch eine Rolle. Vorerkrankungen. Vorerkrankungen. Und darum sterben vor allem alte Leute. Ich mich erinnere, vor über 30 Jahren, oder, ja, da hat es eine Hitzewelle gegeben in Frankreich. Ich glaube, es war 1992. Und da heisst es, allein in Frankreich 10'000 Leute gestorben sind. 10'000 Leute an der Hitze gestorben sind. Dort hat man noch nicht Klima gesagt. Dort hat es noch Klimaleugner gegeben, die haben einfach gesagt, es sei das Wetter. Aber heute wissen wir, es ist anders. Es ist Klima. Vor 30 Jahren war es das Wetter, aber heute ist es das Klima. Weil wir haben eine Klimaerwärmung und das war vor 30 Jahren noch nicht so schlimm wie heute. Dazu muss ich sagen, das Klimaziel ist Klimaerhitzungsziel. Und Leute, ich erzähle euch kein Seich. Das ist alles offiziell. Bis ins Jahr 2100 soll durchschnittlich Temperaturerhöhung maximal 1,5 Grad beträgen. 1,5 Grad beträgen. Das ist in anderen Worten, wenn es jetzt in der Schweiz zum Beispiel an einem heißen Sommertag 32 Grad warm war, dann würde das heißen, dass man nicht heißere Sommer wollen als 33,5. Und jetzt könnte man ja sagen, wenn er sagt, manchmal ist 41 Grad sehr gut erträglich, wenn es trocken ist, und 30 Grad können vielleicht fürchterlich sein, dass für die 1,5 Grad gar nicht so eine Rolle spielen, dann müsste man sich wahrscheinlich eher über Klimabefürchtung Gedanken machen. Oder? Wenn ein sehr feuchtes Klima herrscht, das ist im Vaginaltrakt von der Grünen nicht eine Gefahr, aber jetzt einmal im Normalen, in der Natur, könnte natürlich ein feuchtes Klima dazu führen, dass man bei 1,5 Grad Temperaturerhöhung einen unglaublichen Unterschied spüren würde. Bei hoher Luftfeuchtigkeit liegt die gefühlte Temperatur deutlich höher. Bei starkem Wind hingegen fühlt sich die Luft kälter an, als sie frisst. Das spürt jeder. Die Zahl der Hitzetoten, von denen es auch in Deutschland in den vergangenen Jahren oft einige Tausend gab, hängt gar nicht so sehr mit der Lufttemperatur zusammen. Nein! Für unsere Hitzewarnungen wissen wir, ab einer gefühlten Temperatur von 32 Grad steigt die hitzebedingte Sterblichkeit an. Ab einer gefühlten Temperatur von 38 Grad steigt sie stark an. Hohe nächtliche Temperaturen blablabla. Die Temperatur im Schlafzimmer sollte möglichst nicht über 22 Grad steigen. Besser sind 18 bis 19 Grad. Das sind unglaubliche Neuigkeiten, die haben wir noch nie gehört. Und die erste Hitzewelle im Jahr ist immer die unangenehmste. Das alles fließt in unsere Berechnungen mit ein.
Kommen Ihre Warnungen an bei den Menschen? Ich denke schon. Aber natürlich könnte man es auch besser kommunizieren. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass Hitzewarnungen an den Anzeigetafeln von Bus- und Bahnhaltestellen zu sehen sind, dass sie ganz groß in den Nachrichten kommen, damit wir auch die alten Menschen gut erreichen. Warn-Apps sind zwar sehr hilfreich, aber alte Menschen, die besonders gefährdet sind, haben oft kein Smartphone. Also ich würde sagen, wenn es jetzt zum Beispiel sehr heiß ist, dann muss man nicht unbedingt Fernsehen schauen, um zu erfahren, dass es sehr heiß ist, sondern wenn wir merken, dass es sehr heiß ist, weil es, Spoiler, sehr heiß ist. Hitze ist nicht nur für alte Menschen eine Gefahr. Spätestens nach 3 Tagen trifft sie uns alle. Der Bundesgesundheitsminister Goebbels, Entschuldigung, Karl Lauterbach will nach dem Vorbild Frankreichs einen nationalen Hitzeschutzplan voranbringen. Grundsätzlich sind diese Überlegungen nicht neu, aber angesichts des Klimawandels ist es gut, noch einmal gezielt zu überlegen, wo gibt es Lücken? Wo sollte man die Prioritäten setzen? Da wissen wir, der Herr Lauterbach ist mit Prioritäten setzen nicht so gut beraten gewesen, indem er einfach alle Kinder hinter die hohe Drecksgüllemaske gezwungen hat, dass er allen einen Schlumpfstoff empfohlen hat, den man jetzt nicht mehr allen empfiehlt, wo man das Massensterben prognostiziert hat. Man denkt nur an grossartige Schweizer Panikveranstalter, Josic, der gesagt hat, ohne die Impfung wäre die Hälfte der Schweizer ausgestorben, mit 4 Millionen Tote gehabt. Es gibt Leute, die behaupten, das sei leicht übertrieben, aber das sind natürlich alles Nazis und Antisemiten. So. Die Vorschläge, die es gibt, sind zielführend, etwa dass es während der Hitzewellen gekühlte Räume geben soll. In Singapur zum Beispiel haben die Museen in der Nacht geöffnet. Das finde ich toll. Was ich euch vorlese, steht wirklich im Spiegel. Es ist nicht irgendwie Titanic oder so, oder Postillon, oder Nebelspalter, bevor er total versagt hat. Nein, was kann jeder Einzelne tun, um sich vor Hitze zu schützen? Ganz viel! Besonders wichtig ist es, und jetzt hebt euch fest, ausreichend zu trinken. Alte Menschen muss man daran immer wieder erinnern. Wir wissen, alte Menschen sind ein bisschen blöd. Das ist ganz wichtig. Allein schaffen sie es nicht. Also ein alter Mensch, zum Beispiel ab 75, schafft es ein alter Mensch nicht, selber herauszufinden, ob er Durst hat und zu trinken. Mir ist schon klar, dass im hohen Alter da ein bisschen weniger, sag ich mal, Empfindlichkeit hat bezüglich Durst. Aber das pauschale Unterstellen, dass alte Menschen zu blöd sind, zu wissen, ob sie Durst haben, finde ich eine steile These. Es grenzt an Ageismus. Es ist eine Art eine Altersdiskriminierung. Das ist, wenn man sagen, dass sie irgendwelche Weisshüter oder so ein bisschen dümmer sind als andere. Oder? Das ist einfach so, ich kann es so formulieren, wenn man es anders formuliert, ist es gefährlich, aber so komme ich glaube durch damit. Was kann jeder Einzelne tun, um sich vor Hitze zu schützen? Ganz besonders viel. Man könnte im Rahmen von Nachbarschaftshilfe organisieren, dass man die Leute erinnert zum Trinken. In Arizona gibt es also tolle Projekte auf freiwilliger Basis. Die Dosis mancher Medikamente muss an die Hitze angepasst werden. Und so auch die Ernährung. Bei Hitze sollte man lieber Wassermelone als Schweinshaxe essen. Bei Mittagshitze sollte man meiden, auch sonst sollte man sich möglichst im Schatten aufhalten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Innenräume kühl zu halten. Die Rollos sollten tagsüber unten bleiben. Lüften sollte man nur, wenn es draußen kühler ist als drinnen. Und jetzt findet raus, unter all diesen dummen Tipps, wo jedem so auf die leuchtet, ist da eine gefährliche Fake News drin. Weil da heisst es, wenn es deine kühler ist als draußen, soll man nicht lüften. Das ist falsch. Das sagt sogar der legendäre Nichtvergewaltiger Kachelmann so, dass er gesagt hat, Leute, wenn es draussen heiß ist und deine kühl
und ihr lasst einfach alle Fenster zu, dann wird es eben feucht drin. Und dann kann es draussen, blöd gesagt, 28 Grad sein, in der Wohnung rein 26 Grad sein. Und dann fühlt es sich drinnen trotzdem viel heißer an, weil der Mazarafakis gerade vorhin noch gesagt hat, wichtiger ist die gefühlte Temperatur. Aber der Mazarafakis, der hier vom Wetterdienst ist, ist zu blöd, um den Zusammenhang herzustellen, dass feuchte Hitze gefährlicher ist als trockene Hitze, dass wenn man die Fenster zulässt, dass drinnen eine feuchte Hitze entstehen kann, während dann draussen eine trockene Hitze kann herrschen, eine vergleichsweise trockene Hitze kann herrschen. Also, ihr habt es ja gesehen, spätestens nach 3 Tagen trifft es uns alle. Die Vollidiotie trifft uns jeden Tag alle, seit vielen Jahren. Es ist wirklich ein einziges Desaster. In Deutschland hat man jetzt die Lösung gefunden gegen Vergewaltigungen. Vergewaltigt, vergessen, verloren. Seit gut 20 Jahren ist das Geschäft mit dem Sex in Deutschland legal. Das Gesetz sollte Prostituierte schützen, aber es war ein brutaler, ein verhängnisvoller Fehler, wie die brutale Realität auf dem Strich und in den Bordellen zeigt. Gut. Der Spiegel sagt also, Legalisierung von Prostitution war ein Fehler. Wahrscheinlich denkt er dabei vor allem an Saudi-Arabien. Ich habe es schon mal gesagt, in Saudi-Arabien ist Prostitution verboten und keine Schlampe muckt auf. Keine Schlampe, keine Nutte, keine Prostituierte, keine Frau, niemand. Sie sind alle offenbar zufrieden. Und darum will man sich Saudi-Arabien als Beispiel nehmen, weil wo niemand motzt, passiert ja kein Missbrauch. Oder? Und darum ist das der Tipp vom Spiegel, Prostitution zu verbieten. Wie bewerten Sie den internationalen Zusammenhalt gegen Putin? Fragt der Spiegel. Und da hat man 2 Auswahlmöglichkeiten. Sehr gut, der Zusammenhalt ist stark. Oder schlecht, es sollte mehr Zusammenhalt geben. Die Option, dass die illegalen Sanktionen psychopathisch sind und am Schluss nur der Bevölkerung spaltet und nichts nützt, sondern allen schadet, die gibt es da nicht. Also man kann nur sagen, wir haben genug Zusammenhalt oder es sollte mehr Zusammenhalt geben. Es so plump funktioniert Propaganda. Schau gut da. Was habe ich noch für euch? Herr Schmid, erleben wir gerade den Anfang vom Ende Wladimir Putins? Putin hat in seiner Rede die Einheit des Staates und des Volkes beschwört. Das zeigt deutlich, dass eben diese verloren gegangen ist. Das ist jetzt interessant, wie während Corona haben, und auch jedes Mal an Silvester tun alle westlichen Politiker immer wieder den Zusammenhalt, die Einheit vom Staat und vom Volk beschwören. Aber nur wenn es der Putin macht, ist es ein Beleg dafür, dass die Einheit verloren gegangen ist. So primitiv blöd, tun die Leute im Blick Auskunft geben. Mietzinsen steigen um 10%. Auf die Mieter kommt weiter so dazu, der steigende Referenzzinssatz wird bis zu 10% höhere Mieten führen. Das ist brutal. Es ist eine Naturgewalt. Hat nichts mit der Inflation zu tun, wo man durch Geld drucken, den Reichen und Superreichen zum Profit veranstaltet hat. Einmal, genau mit dem hat es zu tun. Inflation ist maßgeblich eine Folge vom Gelddrucken, vom Corona-Bullshit und hat sehr am Rand mit dem Putin zu tun, der nichts dagegen hätte, weiterhin Öl und Gas zu liefern. Aber wenn halt die eigenen Verbündeten von den Deutschen Pipeline sprengen und andere Dummheiten machen, dann ist natürlich da nicht weit her. Schaut da ganz interessant, Selenskis Frau für die Krim, also mehr als eine, wie ihr da gesehen, die Krim-Tatarin Tamila Tascheva bereitet für den ukrainischen Präsidenten die Wiedereingliederung der Halbinsel vor. Mitten im Krieg gibt sich siegessicher, wir nennen uns Schwalben, diese Vögel kehren immer zurück. Das tönt ganz stark von dieser starken Frau. Man muss wissen, auf der Krim da hat man abgestimmt darüber und etwa 95% der Leute, die abgestimmt haben, haben sich Russland anschliessen und sogar der Markus Somm.
Ihr wisst, das war mir im Interview gewesen, wo er ist wirklich ein NATO-Fan und er hält es für einen patriotischen Akt als Schweizer, dass man den Krieg beführt mit Waffenlieferungen. Wenn man so will, einfach zusammenfassen. Sogar er hat gesagt, Fragezeichen gehabt, ob es Sinn macht, Krim wieder zurückzuführen, weil einfach dort grossmehrheitlich Russen wohnen. Und grossmehrheitlich die Leute nicht so Freude haben, wenn sie bombardiert werden von der eigenen Regierung und darum sehr glückliche Russen in Russland sind. Aber der Spiegel ficht das nicht an. Er tut die Leute darüber informieren. Es geht einfach nur darum, um das eigene Narrativ aufrechterhalten, dass der Krieg nicht verloren ist. Und ja, man muss sagen, ich das zusammenfasse, der Krieg ist verloren. Russland kann auch noch verlieren, aber gewinnen kann niemand mehr. Außer Profiteure, die von diesen Billionenbeträgen, von diesen hunderten Milliarden, die da geflossen sind, Leute die profitiert haben. Das ist klar, die Rüstungsindustrie und das korrupte Regime in Kiew und auch in niedrigeren Instanzen und all die Zulieferbetriebe aus den westlichen Ländern, die haben viel profitiert und das geht so immer. Man braucht immer einen Grund, um der Bevölkerung zu erklären, wieso man ihre Steuergelder verprassen tut. Und es geht immer, ist wichtig, geht um Gesundheit und um Frieden und gegen Terrorismus und Kindervögelei. Das ist auch etwas, wo wir immer alle dagegen sind. Und dementsprechend einfach kann man durch dann so Steuergelder nehmen und umschichten zu Millionen, Milliarden und Billionen. Und eben ganz, ganz spannend ist das, Prigozhin, der Geheimdienst hat schon gewusst, dass der Prigozhin den Putin stürzen wollte. Was der Prigozhin übrigens nicht mal selber behauptet, dass er das wollte. Das ist ihre Witz. Also die haben eigentlich, die Amerikaner, wenn das Lügenmärchen, und es sind alles Lügen, ich würde sagen, die haben gar nichts gewusst, oder man kann einfach nicht glauben, vielleicht haben sie es gewusst, vielleicht auch nicht. Aber die Behauptung, dass sie es gewusst haben, das wäre sehr bedrohlich, weil der Prigozhin, ihr wisst das, die Hauptkritik am Militär war, dass man nicht viel härter eingefahren ist gegenüber Kiew und gegenüber der NATO. Und der hat dann den Finger an den Atomsprengköpf. Und die Amerikaner schauen da angeblich einfach zu. Die haben das alles gewusst. Sie haben alles gewusst. Schaut da. Das ist noch ein interessanter Tweet. Also nicht der Tweet selber, sondern was Elon Musk kommentiert hat. Dass er sagt, die Echtzeit-Updates, wo man auf Twitter erlebt hat, ist weit voraus der Massenmedien. Dann sagt er, das Problem mit den traditionellen Nachrichten ist, dass bis die wirklich etwas publizieren, die News bereits schon alt ist. Und normalerweise haben die Geschichten einen negativen Ton und darum ist es depressiv. Da ist unterschiedlich bei Stricker TV. Wir sind da immer, wie gesagt, kritisch, friktisch, gut gelaunt. Wir sind da wirklich an unserem Idol Roger Köppel verpflichtet, wo er immer etwas zu belehren hat, zum Beispiel auch kann den Perse loben, weil er also wirklich einfach, wie jetzt ein Co-Autor von der Weltwoche gesagt hat, er ist wirklich einfach ein Wunderknabe, ein politischer Wunderknabe. Ja, genau. Haben wir das auch noch platzieren können? Da, Moment, was haben wir da? Krise in Sri Lanka. Die Situation macht uns Sorgen, aber ein Eis essen wir jetzt trotzdem. Sagen die hübsche junge Mädchen da mit dem Regenschirm am Strand. Sri Lanka steckt in einer wirtschaftlichen Krise. Eine Fotografin ist durch das Land gereist, um ein anderes Bild zu zeigen. Von Menschen, die weitermachen, feiern, kreativ sind, sich verlieben, anpacken. Anpacken, sie packt vor allem jetzt da den Regenschirm an. Und es ist einfach wieder wahrscheinlich ein Bill Gates gesponserter Artikel. Die Bill und Melinda Gates Stiftung tut jedes Jahr Millionen überschieben an den Spiegel. Das tut der Spiegel interessanterweise sogar ausweisen. Abkühlung am Dienstag. Kaltfront rollt auf die Schweiz zu. Jawohl. Von etwa 28 Grad wird die Temperatur abstürzen auf 24 Grad. Die Nacht kann statt 20 Grad jetzt 15 Grad werden.
Und das ist also quasi eine Kaltwelle, die auf uns zurauscht, die nicht ganz kompatibel ist mit der Geschichte, dass wir jetzt anscheinend zur Schweiz gehen. Übrigens haben wir jetzt Wochen und Monate lang ein scheiß Wetter gehabt. Und das ist ja dann nicht Klimaerhitzung, das ist ja nicht Klimaerwärmung, das ist nicht Klimawandel. Wir müssen wissen, es wird wirklich wärmer. Und darum reden wir jetzt immer von der Klimaschmelze, wir reden jetzt mehr von vom Klimawandel. Weil dann kann man immer, wenn es nicht gerade kalifornisches Verhältnis ist, wenn es nicht einfach Raumtemperatur ist, Tag und Nacht, von Winter bis Sommer, 23 Grad, wenn es das dann abweicht, dann haben wir extreme Wetterverhältnisse. Dann verfrieren Menschen wegen der Klimaerhitzung, sie verdursten wegen der Klimaerhitzung oder wegen dem Klimawandel. Es ist der Wahnsinn. Übrigens, besonders schön ist in Deutschland, jetzt miterlebt. Die AfD hat jetzt eine Landratswahl gewonnen mit 53%. Das erste Mal. Und der Spiegel hüpert auf und ab. Und da sagt einer AfD-Sieg in Thüringen. Da sagt der Spiegel-Leitartikler Peter Maxwell, sagt, diese Wahl ist ziemlich egal. Ist interessant, wie wenn man sonst reingeht, ist es irgendwie den Leuten überhaupt nicht egal beim Spiegel. Und dann schaut man, man muss die Leute für ihre Wahl in Verantwortung nehmen. Wie lässt sich die Wahl des AfD-Politikers Sesselmann in Thüringen erklären? Der Rechtsextremismus-Experte Begrich über Wähler und Gegner der Partei und die Frage, ob sich der neue Landrat im Amt entzaubert. Also man muss gerade einen Rechtsextremismus-Experte herbeiziehen. Das ist sehr praktisch, wenn man das macht. Wir wissen da, wenn man ein Hammer sieht nur Nägel. Ein Hammer sieht überall nur Nägel. Und so sieht halt ein Rechtsextremismus-Experte überall nur Rechtsextreme. Aber ihr seht da also, jetzt sind quasi die Wähler zu dumm gewesen. Auch da, die zu Hause gebliebenen sind das Problem. Fast 60% Beteiligung bei der Stichwahl, das bedeutet, dass 40% der Wahlbeteiligten offenbar egal war, ob die AfD ihren Landrat stellt. Das ist das eigentliche Alarmsignal aus Südthüringen. Also, obwohl es eine höhere Wahlbeteiligung haben, als sonst, sind halt immer noch die 40% nicht gewählt. Das Problem. Haben wir noch einen Artikel im Spiegel? Merz kündigt Schärfenkurs in Grüne an. Merz zieht aus dem AfD-Triumph in Sonneberg Konsequenzen. Härterangriffe in Grünen sind angezeigt. Nützt euch nicht, weil der Merz ist auch ein Systemhuhr, der sich am Geld verpflichtet fühlt, der glaube ich bei BlackRock geschafft hat, leitende Position gehabt oder im Verwaltungsrat gehockt ist, also immer. Nichts Gutes kommt von der CDU, egal was er redet. Schaut der AfD-Sieg in Thüringen, ein Landkreis mit hohen Risiken. Sonneberg ist der zweitkleinste Kreis Deutschlands und einer der ärmsten. Jetzt ist auch der erste mit einem AfD-Mann als Landrat. Welche Bedeutung hat diese Wahl? Ich habe gemeint, diese Wahl ist ziemlich egal. Das steht da. Aber jetzt anscheinend doch nicht. Sie kommen wirklich nicht mehr raus. Sie sind wirklich verloren. He? Da, schaut da. Robert Sesselmann als erster AfD-Politiker Landrat gewählt. Es ist eine Zäsur in Deutschland. Aber diese Wahl ist ziemlich egal. Vom Leitartikel. Der rechtsextreme Sesselmann ist in der Stichwahl zum Landrat gewählt worden. Sein Kontrahent war von Grünen, SPD, FDP und Linken unterstützt worden. Nur muss man sagen, Sesselmann, ist er denn vorbestraft? Weil Rechtsextremismus ist also etwas wie Neonazi, da man ganz viele verbotene Sachen gemacht hat. Hat man ihn nie verwünscht? Oder ist er am Ende gar kein Rechtsextremer? Ist er das einfach nur das linksextreme Drecksblatt Spiegel, wo alles, was nicht linksextrem ist, als rechtsextrem titulieren? Wir wissen es nicht. Was auch ist, sie hat immer gesagt, die Partei wird vom Verfassungsschutz überwacht. Und bei Thüringen heisst es, es liegt gesicherte Erkenntnisse vor, dass sie rechtsextrem sind. Lustig ist nur, dass es überhaupt kein Problem wäre, in Deutschland eine Partei zu verbieten, die gesichert rechtsextrem ist. Weil, sie sagen ja immer, das sei nicht Demokratie. Sie sagen, die demokratischen Parteien müssen zusammenhalten. Die AfD ist es nicht. Aber wenn die AfD nicht demokratisch wäre, wäre es nicht leichter, als das zu verbieten. Aber in Deutschland hat man noch so einen Hauch von Unabhängigkeit bei gewissen Richtern anscheinend, dass man es dann durchgeschafft hat. Wenn man sagt, dass
Das würde ich etwa 17 Mal sagen. Das hast du hast ja schon ein paar Mal gesagt, die früheren Sendungen, die werden jetzt vom Verfassungsschutz, wird die AfD überwacht. Was heisst das? Der Verfassungsschutz ist unterstellt der deutschen Bundesregierung. Also der SPD, der FDP und der Olivgrünen. Mit anderen Worten, die haben ein sehr grosses Interesse daran, dass die AfD schlechte Presse bekommt. Und das gibt es praktischer, als einfach eine Behörde darauf abstellen, dass sie gegen eine Partei ermitteln, sodass der neutrale, nichtsahnende Vollidiot, und das ist ja der durchschnittliche Medienkonsument in Deutschland, glaubt, dass etwas Schlimmes dahinter beleidigt ist nichts. Und schaut, der AfD-Sieg bei der Landratswahl in Thüringen, ist das der Dank Sonneberg? Neue Ostversteher haben herzerwärmende Erklärungen, was seit 1989 schiefgelaufen ist. Es gibt also schon nicht nur Putin-Versteher und Flüsselbegriffe, es gibt Ostversteher. Also wer den Osten versteht, das ist ein böser Mensch. AfD-Siege wie jetzt in Thüringen sind trotzdem eine Sauerei. Also wenn der Wählerwille siegt, ist es nach Niklas Blome eine Sauerei. Das ist ein interessantes Demokratieverständnis. Vielleicht müsse sich der deutsche Verfassungsschutz mit dem Niklas Blome im Spiegel anfangen zu beschäftigen. Der SPD-Abgeordnete sagt ihr zum Putin, der Krieg, den Putin wollte, bedroht nun seine Herrschaft. Und dann sagt der Michael Roth, ich fürchte, der Stalinismus in Russland wird jetzt zunehmen. Das heißt, Putin wird jeden aus dem Weg räumen, der sich ihm in den Weg stellt. Und das ist krasse Verharmlosung vom Stalinismus. Stalinismus vergleichbar mit dem Nationalsozialismus in Sachen Anzahl Tote. Der Stalin hat die eigene Bevölkerung nicht gerade dezimiert, aber hat Millionen von den eigenen Leuten umgebracht in seinem Macht- und Angstwahn inne. Und da ist keine Spur rum im Moment in Russland. Da ist weniger Stalinismus rum als Nationalsozialismus in Deutschland. Oder? Also der Satz ist verantwortungslos bis zum Abwinken. Zum Glück übrigens, als Lauterbach will Hitzeschutzplan diesen Sommer umsetzen. Und er schreibt so Betrag, sehen wir da, Folgen des Klimawandels. Der Schutz vor Hitze wird in Anbetracht steigender globaler Temperaturen immer wichtiger. Gesundheitsminister Lauterbach arbeitet mit Fachleuten an einem Schutzplan. Besonders 4 Personengruppen sollen profitieren. Dazu muss man sagen, wenn die ganze Welt sich um 1,5 Grad erwärmt, hat es auch gute Komponenten. Und zwar, Leute sterben nicht um eine Hitze, sie sterben aber auch Kühle und auch Unterkühlung. Wir wissen das, in gewissen Ländern werden U-Bahn-Stationen aufgemacht, damit die Obdachlosen übernachten können. Und wenn jetzt alles 1,5 Grad wärmer wird, dann haben wir dementsprechend wahrscheinlich auch 1000 weniger Kältetote im Westen. Und es ist einfach ein Folge vom Klimawandel. Darum, der Lauterbach ist dran, zum Milliarden umverteilen. Und schaut da Verschwörungsschwurbel live im Blick. Bedrohte Putins Geheimdienst Prigozhins Familie. Der abgebrochene Marsch auf Moskau der Wagner-Gruppe bleibt ein Mysterium. Nach neuen Informationen des Richtergrades britischen Geheimdienstes sollen russische Geheimdienstangehörige Prigozhins Familie massiv bedroht haben. War das Grund für den abrupten Stopp? Bliblablo. Einfach geschnorr. Millionen Wohnungen in Frankreich bei Hitze kaum bewohnbar. Wegen mangelhafter Isolierung. Etliche Wohnungen in Frankreich sind unzureichend isoliert. Mit dem Temperaturanstieg drohe daher eine neue Form der Wohnraumkrise. Heißt eine Analyse. Einfache Maßnahmen können die Lage verbessern. Maßnahmen, genau das ist das Lieblingswort seit 3 Jahren in der westlichen Welt. Maßnahmen sind immer super. Es gibt 5,2 Millionen schlecht isolierte Wohnungen, wo man im Winter unmöglich heizen kann. Und die verwandelt sich in einen Heizkessel, wo man im Sommer nicht kühlen kann. Mit anderen Worten, das ist eben die Inkonsequenz von dieser Logik, wenn ja das so schlecht isoliert ist und darum, sag ich mal, im Winter bringt man es nicht warm, dann ist ja gut, dass die Aussentemperatur im Schnitt 1,5 Grad wärmer ist. Dann haben wir weniger Kältetote, dafür im Sommer ein paar Hitzetote mehr. Falls Sie denken, naja, das ist ja der Süden, dort war es schon immer wärmer als in Deutschland, auch hier ist es derzeit viel zu warm und trocken.
Ja, seit 3 Tagen. Was heisst viel zu warm und trocken? Ist irgendetwas außergewöhnlich? Es ist seit 5 Tagen Sommer. Und ich glaube, 28 bis 30 Grad ist erfreulich. Oder? Palmen am Bodensee wäre erfreulich. Aber es ist überhaupt nichts Außergewöhnliches dran. Einfach nicht. Außer die letzte. Hier ist es derzeit viel zu warm. Derzeit. Was heisst derzeit die letzten 3 Tage? Und dann heisst, die Entwicklung zeigt, wie schnell der Klimawandel unser aller Leben verändert. Jetzt mal vollen Ernst, ich weiss nicht, wie alt du bist oder dazu hörst, aber wenn du mal einigermaßen in meinem Alter bist, dann weißt du 2 Sachen. Erstens mal, die Massenmeere sind alle scheiße. Und zweitens, es ist immer schon mal sehr heiß gewesen. Wir haben sogar manchmal hitzefrei gehabt. Hä? Manchmal war es wirklich schlimm gewesen, weil es halt manchmal vorkommt. 1992, 2003, Traumsümmer sind das sie. Und wir haben uns gefreut. Und wer jetzt wirklich meint, wegen 1,5 Grad mehr Durchschnittstemperatur, der geht da die Schweiz wegsterben oder Deutschland wegsterben oder Frankreich wegsterben, dem sollte man vielleicht Stimmrecht entziehen. Wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit, wirklich. Gell, Kugeli? Gerne. Danke. Oh, da ist schon die Pupille zu. Das Zimmer draußen. Ja, nicht geweckt. Habe ich nicht wollen. Lassen wir es weiter schlafen. Liebe Leute, wir sehen, wir sind umzingelt vom Wahnsinn. Und es gibt eigentlich nur 2 Haupttrends in der Schweiz, die dem entgegensteuern. Das eine ist ganz bescheiden Stricker-TV, wo ich unterstützen mit einem Abo. d.st. Dort kommen jetzt immer mehr Sendungen exklusiv, weil ich einfach meine Abonnenten dort unterstütze. Das sind die einzigen Leute, die noch dafür sorgen, fast die einzigen Leute dafür sorgen, dass ich überhaupt noch überlebe mit dem, was ich da mache, auch nach Corona. Wo ja bei mir die Abonnentenzahlen rückläufig sind. Da hat nicht nur der Blick ein Problem, dann auch ich ein Problem. Aber es ist immer noch genug hoch, um das weitermachen können. Es dürfte aber, jetzt, das ist eine schockierende Nachricht, es dürfte auch noch ein paar Leute mehr sein. Aber wenn du das nicht machen willst, weil du findest, ein Strick ist ein Arschloch, dann kannst du trotzdem etwas Gutes tun. Und zwar an meinen Verein spenden, den ich gegründet habe, mit dem Raphael und der Ruth zusammen gegründet habe. Vor allem die Ruth ist sehr aktiv da. Und da seht ihr, jedes Nein zu einem Verbot ist ein Ja zur Freiheit. Oder wieder reich. Egal. Mit dem müsst ihr halt dann umgehen. Aber da könnt ihr wirklich Mitglied werden. Für 150 Franken im Jahr. Oder das Zweite mit deiner Partnerin, deiner Wahl. Es darf auch ein Haustier sein. Du kannst wirklich frei wählen. Für 250 Franken im Jahr kannst du eine Mitgliedschaft lösen. Und unterstützt dann nicht nur den Trend in Richtung Freiheit, wo wir nötig haben, denn je Sitz überhaupt die Schweizer Eidgenossenschaft gibt. 1848, mir ist Freiheit so wichtig gewesen. Und du kannst es unterstützen mit der Mitgliedschaft. Das Geld, das an die Freiheitspartei geht, das ist nicht für mich. Ich kann es zwar brauchen, um kreativ tätig zu sein, aber ich darf natürlich nicht und die Partei wachsen zu lassen, in Zusammenarbeit mit anderen Leuten aus der Partei. Aber ich darf da davon keinen Lohn beziehen. Einfach, dass ihr das wisst, wer mich unterstützen will, der kommt auf Locals. Wer die Partei unterstützen will, der geht auf Freiheitspartei. Das ist das, was ihr machen könnt. Jawohl. Und es gibt Privilegien. Also White Privilege gibt es. Auch wenn du schwarz bist, kannst du White Privilege haben, indem du die Freiheitspartei beitreten. Wir haben verschiedene Anlässe im Köcher. Das kann ich euch verraten und ich tue mich voll einsetzen dafür, dass Mitglieder von meinen Locals-Leuten und aber auch Mitglieder von der Freiheitspartei einen super ermäßigten oder gratis Zugang haben für alles, was wir an dem neuen Hort von der Freiheit werden darstellen. Im Moment heisst es Pasadena, dumme Benennung. Sollte, ich schätze mal, so etwa 2 Wochen noch folgen. Und am 19. und 20. August ist das Freedom Festival als erster Anlass, ein externer Anlass, nicht von uns organisiert. Aber wie gesagt, Mitglieder von der Partei und Mitglieder, die wir ein Locals Supporter-Abo haben, die kommen mindestens einen reduzierten
einen halbpreisigen Zutritt über. Und natürlich haben wir für dafür euch da seinte oder andere Privileg am Start. Ich gebe für alles, dass sich jeder freut, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, der Freiheitspartei beizutreten. Wir sind über 300 Mitglieder. Ich habe jetzt nicht mehr grosse Werbung gemacht dafür. Es wäre schön, wenn wir nicht 300, sondern 3000 wären. Dann würden wir etwas richtig Grosses reissen können. Aber auch so haben wir bereits ein gewisses Startkapital, damit wir probieren können, die Partei weiter wachsen zu lassen und die schöne, sexy Nachricht von der Freiheit in die Welt rauszutragen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.